Ja, heute, liebe Panzerfreunde, geht es mit World of Tanks los. Gold, Credits, Anleihen, you name it. Und come on, man. Ich wäre nicht Maximilian Knabe, hätte ich Code Ehre nicht dabei. Diese äußerst profitablen Boni müssen angewandt werden. Und teilweise geht das auch für bestehende Spieler und Spielerinnen. Ladet euch heute World of Tanks runter. Mensch, das war's. Ich verabschiede mich. Euer Maximilian und Tschüssikowski. Ja, Leute, wir spielen heute mal eigentlich das größte, meiner, das ist das, kann man sagen, das ist so der denkwürdigste Panzer in World of Tanks, das größte Meme. Also auf jeden Fall einer der allerältesten Panzer, denn damals gab es ja, jetzt musst du mich bitte korrigieren, gab es ja, glaube ich, pro Fraktion nur ein T10-Panzer, oder? Ganz am Anfang. Ah, du, da weiß ich ehrlich gesagt. Ich glaube schon. Ich weiß es nicht recht. Weil es gab meiner Meinung nach pro Fraktion einen T10-Panzer, das war dann oft ein schwerer Panzer. Bei den Russen war es dann wahrscheinlich der I-7 und bei den Amis der T-32? Nee, T-30 war es damals noch. Genau. Richtig. Und dann hier dieser flache Jagdpanzer von den Amis zum Beispiel. Wie heißt der nochmal, diese Schildkröte? T-90? T-95. Genau. Der war zum Beispiel damals ein T-9er. Richtig, ja genau. Also wie du meintest, Heavys nur bis Tier 10, TDs bis Tier 9 und leichte Panzer bis Tier 8. Genau, der gab es früher sogar, genau. Und der Mauspanzer war damals der T10er schwere Panzer von den Deutschen. Und ich habe mir jetzt einen Skin geholt, weil im neuen Battle Pass, könnt ihr gerne abchecken, seht ihr hier, kann man ja immer eins der drei Kapitel wählen und dann kriegt man 3D-Stile. Bin ich ja großer Fan von, sage ich ja immer wieder. Das ist das, was von Wargaming mehr kommen sollte. Ja. Aber normalerweise sieht er aus wie ein Duplostein oder so ein Playmobil-Panzer. War ein Konzeptpanzer in echt, ne? Also gab es nie, oder? Nur ein? Ja. Irgendwie so zwei gibt es? Ich glaube, es gibt einen komplett montierten und dann gibt es einmal nur eine Wanne dazu, ohne die Ketten. Also nur die Wanne an sich. Ja. Okay, ich mach mal ready. Was spielt man denn als Begleitfahrer? Okay, noch ein Maus. Ja, also ich dachte, jetzt kommen so die Tactics. Weil Milan meinte vorhin so, yo, also Maus, Solo ist eigentlich shit. Aber im Platoon, ach du Scheiße, wie siehst du denn aus? Ja, nee, du, also man kann natürlich, wir haben ja beide Experiences. Man kann zwei Taktiken fahren, weißt du? Einmal hier so, ich sag mal, Doppelformation Schildkröte, ne? Wir können beide fett tanken. Und dann kannst du halt so einen Autoloader nehmen, der schnell Damage raushauen kann. Quasi in meinem Schatten so manövriert. Ganz genau, du steckst ein, ich teile aus. Das hätte ich jetzt eher gedacht, weil, Können wir dann gerne nochmal switchen. Ja, alles gut, wir probieren ein bisschen rum. Kann man sagen, das ist ein Noob-friendly Tank? Ich meine, er ist sehr langsam, aber Fehler sind, naja, was heißt verzeihbarer? Ich meine, du hast deutlich mehr Strukturpunkte als üblich. Ja, das ist halt sehr tanky, aber du kommst halt nicht weg, wenn du erstmal in einer Scheißsituation bist, ne? Ja, Noob-friendly nicht wirklich, würde ich sagen, weil das Wichtigste ist in WoT halt tatsächlich Positionsspiel, ne? Und wenn du hier verpennst, wo du hinfahren könntest oder solltest, oder vor allem verpennst, irgendwo wegzufahren, dann ist halt instant vorbei, ne? Dann retten dich auch keine sonst wie vielen HP und Panzerung und so weiter. Vorsicht, ja gut, du machst es. Die fahren in Deckung. Ja, ja, gut, die haben respected. Also du musst zwei Grundregeln bei der Maus kennen. Ne? Nicht angewinkelt ist deine Panzerung sozusagen nicht existent. Krass. Ja. Aber der Turm sitzt so weit hinten, das ist halt so assi. Na, wobei es geht eigentlich. Es geht schon. Damit wirst du warm. Nach ein paar Runden. Der Leo, der guckt da drüben. Also, ne, Grundregel Nummer 1, du wirst den Turm immer 45 Grad anwinkeln, wenn der Gegner auf dich schaut. Bro. Ja. Schade. Du tankst erstmal. Ja, genau. Ich tanke erstmal. Lass uns zum Hilfe an. Also du bist den Turm anwinkeln und dann möchtest du gucken, dass du deine Wanne ein bisschen weniger anwinkelst. Es gibt es gibt tatsächlich auch so Mods, die zeigen dir genau an, wie viel Grad du anwinkelst und so. Das kannst du richtig auf die Spitze treiben. Aber immer anwinkeln, das Ding. Und den Turm nur zum Gegner richten, wenn du tatsächlich auch schießt. Hinter uns ist schon der Erste. Henno, direkt links. Ich seh's, ja. Ich bin auf Kette gestellt und ich werde gleich mal hier das Schild für dich spielen. Jawohl, ich fahr mal vor dich. Ja. Oh, noch weiter links auch einer, aber wir finishen den erstmal, oder? Oder schwedischen ihn. Ich krieg komm hier mit ran, hier vorne. Geht gleich voll zur Sache, du. Ist gut, eine kleine Map, wir müssen nicht lang fahren. Die Action kommt zu uns. Perfekt. Ich drücke ihn direkt raus. Okay.
Ah, perfekt. Hab ihn selber. Sehr nice, geil. Hill sieht gar nicht so schlecht aus wie normalerweise auf der Seite. Ja, ja, ist gar nicht so verkehrt. Und den VZ, den können wir einfach beschießen, der lädt gerade nach. Ja. Hat einen raus. Hat noch einen raus. Lädt jetzt wieder nach. Jetzt bin ich langsam One-Shot. Na, Two-Shot bin ich. Ja, ich halte mich jetzt ein bisschen bedeckter. Ja, ja, ja. Also merkst schon, ne? Ja, ja. Panzerung ist da, aber ja, irgendwie... Es sind eher die Strukturpunkte, die es carry. Richtig. Du bist halt ein Käsetank, sozusagen. Du kannst viel einstecken, aber... Hat er geschossen, der VZ? Jetzt hat er beide raus. Jetzt können wir ihn, glaube ich, gegenpushen gehen. Unser Team macht auch richtig Druck hier. Leopard? Oh. Okay, wir fahren einfach weiter. Immer weiter, das passt. Na, ja, ja, das passt. Mach du mal. Du hast, ich hab gut HP. Du hast noch viel Käse. Ja, richtig. Komm einfach hinterher, das geht. Aber ich sehe schöner aus. Ja, auf jeden Fall. Dein Stil, der hat was. So, den kannst du eingeben. Steht schön auf Kette in die Unterwanne, das passt. Sehr geil. Ah, abgeprallt, der erste Abpraller. Oh, stimmt gar nicht. Hab einige Abpraller. So, jetzt kann ich baiten, ist doch auch super. Ja, Berg gewinnen wir. Das habe ich noch nie erlebt auf der Seite. Ja, ich verstehe auch gerade überhaupt nicht, was hier los ist. Das ist absolute Chaos gerade. Im Westen ist ja gar nichts. Und da haben wir auch gewonnen. Ja. Wir gewinnen auf jeder Front. So, der VZ kommt jetzt. Könnte es sein, dass er versucht, dich zu killen? Ja. Oh, und ich prall ab. Nice. Merci. Uff. Ja, also, okay. Ich habe gesehen, du hast es schon gut kapiert, glaube ich, mit der Maus. Du musst aber die Panzerung anwinkeln. Ne, das ist immer so the biggest of World of Tanks. Ne, die Leute versuchen immer, die Maus zu spielen, denken sich, hier, ich bin unbezwingbar, und dann sterben sie einfach instant, weil sie nicht anwinkeln. Ja, aber ich habe eher das Problem, wenn ich zum Beispiel Sidescrape mit anderen Panzern und so, dass ich immer zu doll anwinkel. Ja, genau. Hier musst du tatsächlich übertreiben, weil du kannst das mit der Maus. Dann ist das ja mein Panzer. Ja, einer der sehr wenigen Panzer, mit denen du es machen kannst. Es ist halt ein anderer Panzer als andere, weil bei den anderen Panzern gehst du normalerweise auf frontale Turmpanzerung oder schießt du da nicht drauf. Bei der Maus musst du aber genau da drauf schießen, weil da die dünnste Panzerung ist, weißt du, wie ich meine? Krass. Genau umgekehrt. Ja. Aber ja, das war eine gute erste Runde. Also wir wurden komplett gecarried auch, aber ist ja auch mal gut. Wir haben 15-4 gewonnen. Gegner-Timbo. Aber Durchschlag? Ich weiß gar nicht, ich habe jetzt gar nicht so, ne, ich sehe mal VZ hier, VZ da. Waren das jetzt eigentlich schwere Panzer? Ich habe es gar nicht so gereilt. Die gegnerischen VZs waren schwere Panzer, ja. Aber die sind ich bin halt überall auch durch wie Butter. Also ich habe nicht einmal, außer wenn ich wirklich gemiss-aimed habe, aber. Ja, die haben ein bisschen Panzerung, aber die sind halt. Aber das, was sie an Panzerung nicht haben, kompensieren sie mit Feuerkraft. Wie bitte? Wie ist die Kanone von der Maus? An sich kannst du die Kanone schon auf Stufe 8 spielen, ne? Der Ferdinand, der Skorpion G, der Rheinmetall, die haben alle die gleiche Kanone schon auf die 8. Also sie ist okay, sag ich mal. Okay, krass. Ja. Ja, das müssen wir, das können wir vielleicht uns fürs nächste Mal aufheben, dass wir mal die deutsche Jagdpanzerreihe auf T9 oder T10 spielen. Da hätte ich Bock drauf. Oh ja. Ja, so Jagdtiger, E100, das ist... Im Platoon funktioniert das auch wesentlich besser nochmal. Weil das ist für mich mit der schreckenserregende Panzer, wenn ich den so auf 10 Meter Range unglücklicherweise encounter. Ja. Wenn er so auf einmal hinter einer Anhöhe hervorkommt. Ja. Dann ist immer ganz schnell Rückwärtsgang. Ja, sind also generell 10er TDs sind auch der Hardcounter eigentlich für eine Maus. Mhm. Weil die Maus hat halt nur so viel Panzerung, sag ich mal. Und selbst wenn du anwinkelst, kommst du dann nicht auf Werte, die noch ein 10er TD abprallen lassen können mit Premium Muni. Deswegen, hier E50M drüben. Ja. Was macht der dort? Er fährt quer übers Feld. Ne, er dreht um. Okay. Scheitel. Ah, ich bin aufgegangen. Ist fein. Es sollte niemand auf uns schießen können. Famous last words. Au. Ah ja, okay. Aui. Wer hat dich jetzt getroffen? Der EBR von da drüben? Leopard 1. Ah ja, verstehe. Okay. Ja, von da hinten aus den Gebüschen, genau. Ich bin wieder aufgegangen. Ich park mal hier, bis sich die Situation beruhigt hat. Ja, ist okay. Das Ganze ein bisschen ruhiger angehen lassen ist nicht verkehrt. Ganz im Sinne dieses Mauspanzers hier. Das mit dem EBR. Das ist halt generell auch die Linie, ne? Das
ist einfach eine Linie für Enjoyer. Ne? Das ist alles, alles viel, viel langsamer. Du schießt langsam, alles bewegt sich lang. Wie bitte? Alles bewegt sich lang. Schade. Mann, quick, Dings. Ich glaube, entweder bei mir oder bei Mailand war kurz Internet weg. Hallo? Hallo, hallo. Ja, da Mailand? Ja, Mailand wieder online. Nice. Du, ich lass dich mal machen. Du hast mich geschnitten. Ja. Ich fahr mal hier lang. Oder auch Maus. Zwei Maus. Digga, hier ist 2-on-2. Ich sag ja, man muss es mit der Maus entspannt angehen lassen und dann trifft sich so ein Mausplatoon hier irgendwie zum Kaffeekränzchen ganz entspannt auf Ratcher. Der Minotauro will Sachen machen. Der will, dass wir fahren. Gut, ich fahr. Ja, ja, der Mino, der. Oh hält shit, ich muss entspannt. Munition ändern. Gib mir 5 Sekunden. Jawohl. Hier links die Maus sieht nicht verkehrt aus. Genau, guck mal hier, er macht das ganz richtig, ne? Er winkelt seinen Turm sofort zurück, nachdem er geschossen hatte. Und du wirst halt auf die Turmfront neben die Gun möchtest schießen. Ja, aber er hat mich leider auch erwischt. Ne? Ach, krass, ja, ich hab's gesehen, dass er dann direkt wieder. Jawoll! Der hat. Aber die Grille hat uns auf dem Schirm. Die kommen nicht ran. Die kommen nicht ran. Steht zu weit hinten. Na, jetzt muss ich entscheiden, wen winkelt er? Gegen mich oder gegen dich? Jawoll! Easy. Klasse. Sehr gut. Aber ich hab's jetzt anhand von ihm gerallt, wie ich stehen muss. Ja. Die Grille hinten? Falls du reinkommst. Ah ja, ich falsch. Oh! Sorry, bin ja komplett in den Schuss gefahren. Nee. Hab ich dich getroffen? Nee, ich hab den Hügel getroffen, glaube ich. Ja, okay, dann passt das. Guck nochmal raus. Ja. Müsste ich getroffen haben, tatsächlich. Jawohl. Sah gut aus. Hier so ein Aui, aua! Junge, hallo? Chill? Was ist denn da los? Hallo, Sönke. Hier die Seniorenausfahrt, dann kommt ja dieser Jungspund angerannt mit seinem Leopard. Ja. Mach mal entspannt. Finde ich auch nicht gut. Okay, ich würde. Guck mal hier, die andere Maus. Ein bisschen zurück, wa? Genau, die hat sich vorgetastet. Ich würde sagen, wir fahren erstmal einfach ein Stück zurück und versuchen hier uns erstmal gegen die Maus zu beweisen. Oder ja, beziehungsweise ich will den Leopard auch ein bisschen. Aber ich glaube, der hat. Ja, ich helfe dir mal. Ja. Ist okay. Der Mino, der klärt das auch alleine, aber wir können ihm gerne unter die Arme greifen. Ja, dann, genau. Shit! Leo hinter uns kommt wieder ran, aber ich versuche erstmal, wir sollten erstmal versuchen, die Maus zu finishen. Genau, immer durch die Gun neben die. Durch den Turm neben der Gun, richtig, sehr geil. Der Leo versucht wieder auf dich zu schießen. Mhm. Das ist ein Kerl, du. In Arsch. Finde ich nicht gut. Ja, aber jetzt habe ich ihn. Auf hier. Beziehungsweise. Siehst du auch, wir sind unter Arti Dauerfeuer hier. Ja, ja. Aber ist doch gut. Das Problem ist, er ist ein knappes Match. Den Leopard können wir halt nicht pushen, der fährt einfach weg. Ja, ja, richtig. Vor allem haben wir Light in unserer Basis, der gerade beide Artis geholt hat. Und wir sind fast die einzig Überlebenden hier für unser Team. Yay! Ja, ist doch schön. Ich hoffe, die Grille kommen jetzt nicht von. Oh, müsste. Vielleicht erwischen wir den Kalten. Die Grille sollte low sein. Ich glaube nicht, dass sich die Grille noch groß was traut. Der Leo, der hat halt hier alle Freiheiten. Ne? Hm. Okay, Patton hält sich nicht schlecht. Okay, dann. Wie gehen wir das am besten an? Ich würde vorschlagen, lass uns was versuchen. Einer von uns sollte vielleicht hier an den Häusern parken. Ich würde dir den Job mal zuweisen. Versuche hier an die Häuser ranzufahren. Und die gegenüberliegende dann Seite hinstellen oder unsere Seite? Wahrscheinlich die gegenüberliegende Seite. So, dass wir ein bisschen Kontrolle, sage ich mal, darüber haben oder ein bisschen. Hier bisschen ist der Leopard Sicht hinter dir. Jawohl, hab ihn entdeckt. Ich fahr weiter, ja? Ja, genau, ich sollte mit ihm klarkommen. Der pusht auch einfach eiskalt rein. Der hat mich aber noch nicht aufgemacht. Ja, ist okay. Okay. Oh, Grille auch bei dir, aber die krieg ich rein, wenn die. Ja, ich krieg die. Nein, ja, ich krieg die nicht. Genau. Ja, doch. Ich zieh so rüber, falls er kommt. Ja, also ich hab die auf dem Schirm. Ja. Ich versuch so ein bisschen rein zu baiten. Obwohl der Leopard macht auch Sachen. Oh, Leo bei dir. Ich versuch zu helfen. Scheiße. Ja. Wenn du kannst, hack das Haus. Ja. Wollte ich. Ich muss zurücksetzen, weil ich festgehackt war bei irgendeinem Türeingang. Scheiße. Ja, kommst genau. Von allen Seiten hier, da. Die Ecke. Da bin ich gerade gegen geditcht. Muss ich kurz nach hinten, sonst wäre ich wahrscheinlich hinter das Haus gekommen. Scheiße.
Egal, war ein gutes Match. Ja, ich hatte mir ein bisschen längeres Duell da mit den gegnerischen Mäusen versprochen. Das war irgendwie ziemlich schnell vorbei. Ja. Aber du siehst halt, ne, so Leoparden, so diese ganzen Hüpfer da, die da hin und her tanzen, das ist halt der Erzfeind der Maus. Ne? Ja. Da machst du echt. Ist aber auch viel. Fair. Also ist ja ein bisschen Schere, Stein, Papier am Ende des Tages. Absolut richtig. So, jetzt der Patton. Mit 37 HP, das erste 1 gegen 6 mit 37 HP, was je gewonnen wurde. Let's go. Das ist cool. Das ist mittlerer Panzer, ne? Das ist mittlerer Armeezähner, genau. Und der, ne, weil wir vorhin beim Thema Skins waren. Ja, ich sehe es. Der mit cool. Surfbrett dran, hinten mit irgendwelchen Surfbrett? Angst oder was das ist. Ganz links hängt ein Surfbrett dran. True. Lol. Ja. Naja, hat was, jetzt aber nicht mehr. Viele ein bisschen zu viel, ja, genau. Ja, okay. Aber war eine coole Runde. Ich habe auch nicht Damage gemacht. Aber wir können ja mal jetzt gerne die nicht die Rollen tauschen, aber vielleicht mal statt der zweiten Maus einen Damage-Dealer mitnehmen? Gerne, begleite mich. Genau, dann ist jetzt deine Aufgabe gar nicht primär zu schießen. Sieh das Schießen eher als Bonus an, sondern versuch einfach nur, genau, Schüsse zu baiten und vor allem ja, Schüsse zu blocken sozusagen. Ja, mach damit. Ich. Damit ich hinter dir spielen kann. Das klingt immer so. Das ist der Autolot, das sind richtige Parasiten in diesem Spiel. Ja, ihr frisst den Damage, ich teile den Damage aus. Vor allem aber den T-57 Heavy habe ich, glaube ich, noch nicht so auf dem Schirm gehabt. Also schon, ja. Aber ja. Ist eigentlich, ergänzt die Maus am besten oder wird durch eine Maus eigentlich sehr gut ergänzt. Ist sehr langsam oder wir sind ähnlich schnell ungefähr. Aber ich habe halt mit die beste Feuerkraft unter allen Zehnern. Deswegen. Fahren wir auf den Hügel? Ich weiß nicht. Ist das viable als Maus? Ja, naja. Die Frage ist oder fahre ich ganz rechts einfach viable. Richtig asozial gegen die Meta? Ich meine, du kannst es auch probieren, aber die Wahrscheinlichkeit, dass du es überlebst gegen Doppelgrille und vor allem die Doppelarti, ne, ist niedrig. Sehr gering. Na gut, ich habe ja Turbolader-Abfahrt. Richtig, hast du noch einen zweiten Turbolader hin? Ja, geil. Geil. Guck mal, und der Type 5 hier, der guckt in die Röhre, Arschloch. So, Abfahrt. Nee, der zieht uns gleich noch ab, du, sag ich dir. Nein. Okay, na dann. Oh shit, ich bin schon gespottet. Scharf links und einfach auf Distanz erstmal fahren. Ja. Jetzt habe ich gar nicht aufgepasst. Das heißt, ich gebe dir mal einen Marker dann zum Blindshot und der gegnerische Light wird dann in diesem Standardgebüsch sitzen. Genau, jetzt sollten wir nicht mehr offen sein. Ich halte mal einen kompletten Clip rein. Oh, ist ein Rhino auf dem Feld oder am Feld. Ja. Gut. Ja. Sag mal, hast du 100 Pro, ne? Hast du von dieser, die Ratte, Rattenpanzer mal gehört? Mhm. Auch Konzeptpanzer der scheiß Nazis? Richtig, da dachte man, die Maus wäre groß, ne? Und dann kommt die Ratte mit, ich weiß gar nicht, was die Außenmaße sind, aber irgendwie so ein fahrendes Mehrfamilienhaushalt, ne? Ja, safe. Also ich glaube nochmal, keine Ahnung, viermal so groß wie die Maus. Mit mehreren Türmen, also wie so ein Schiff eigentlich. Wie so ein Schlachtschiff. Genau. Mit mehreren Türmen und ja, komplett drüber. Echt perfektes Beispiel für den Größenwahnsinn. Aber ich weiß gar nicht, ob da irgendwie jemals was gebaut wurde. Ich habe mir mal so eine YouTube-Selfmade-Doku angeguckt. Das war reines Konzept wohl. Ja, aber so genau weiß ich das nicht mehr. Also ich kann auch sein, dass ich das falsch in Erinnerung habe. Also vieles wurde da, glaube ich, oder wurde geplant zu recyceln halt. So Kanonen, die man schon auf irgendwelchen Schiffen drauf hatte und so weiter. Ah, du, wenn ich... die Gegner haben einen Chief. Das sind enorm starke Panzer. Den kenne ich. Ja, genau. Lass uns versuchen, hochzufahren. Ja, ist gar kein Kann halt Problem. Sein, je nachdem, was die noch haben, dass wir nicht hochkommen. Ist gar kein Problem. Versuch dich links zu halten. Ja. Ich muss auch sagen, in WoT kommen so die Größenverhältnisse gar nicht wirklich rüber zu 100%. Nee. Das sieht halt alles sehr, sehr arcadey aus, was ja nicht verkehrt ist, aber so die wirkliche Scale einer Maus, glaube ich, die nimmt man erst wahr, wenn man mal daneben stand, real. Ja. Was das für ein Riesenteil ist. So, genau, jetzt denk dran, du willst Schaden blocken, das heißt, winkel deinen Turm einfach auf 45 Grad. Genau. Richtig, genau. Absolut. Ich denke schon viel. Genau. Und sei vorsichtig, dass du nicht von rechts beschossen wirst, also dass dein Turm nicht über den Weg sozusagen rausschaut. Und
Okay, deine Unterwanne guckt jetzt raus. Die kann man unabhängig vom Winkel ziemlich leicht durchschlagen. Fahr einfach ein Stück zurück sonst hier in den Haldan und dann passt das. Ja, ja, ja. Wir haben die 3000er Marke geknackt. 3400. Ja. Oh mein Gott. Der Chieftain, der da oben Damage geiert auf dich, der wird halt einfach nur geerntet von unseren Artis in der Zwischenzeit. Der Leon genauso. Genau, und jetzt können wir ansetzen hier, glaube ich, zum Gegenpush. Sehr geil. Genau, halt dich links, wenn du kannst. Wo haben jetzt die Arti mitten rein? Okay, jetzt winkel vielleicht besser an die andere Seite, also 45 Grad nach rechts, damit du gegen beide Seiten winkeln kannst. Und ich werde versuchen, die gegnerische Maus hier auseinanderzunehmen. Ja, habe ich ein bisschen Schaden gemacht. Ich habe gerade hier Hörsturz, reparier mal alles. Schießt auf mich! Schießt! Das war ein geiles Gameplay! Oh shit! Ja, aber ihr seid ja. Also, ihr seid ja alle noch gut dabei. Oh. Ja, passt. Okay, du bist jetzt. Ja, der Type, der. Der Type hat dir gerade ordentlich zugesetzt, ich sehe es. Aber ich. Hier wird noch Abprall. Ah, schade. 4300 Abprall. Schaden verhindert, whatever. Ich glaube, das und hätte jetzt bin ich immer noch nützlich. Genau. Es hätte ein bisschen mehr Potenzial. Wir stehen uns hier gerade alle gegenseitig im Weg. Wir müssten alle mal ein bisschen weiter hochfahren. Aber wir sind halt auch permanent gestunt hier von der gegnerischen Arti. Deswegen echt tricky gerade. Das ist halt super heavies auf offenen Karten in a nutshell. Aber die Artis haben richtig... Für die Artis ist das ein Traumgrad. Auf beiden Seiten. Alter, nonstop wie die hier reinhalten. Ich versuche jetzt mal hier den Ausbruch nach oben. Wenn die mitkommen, die Leute, dann sollten wir das eigentlich handumdrehen gewinnen können. Ja, war worth der Trade. Ich hole den Dude jetzt raus dafür. Oh, da ist noch einer hinten. Oh shit. Die Maus. Ärgerlich. Okay, und der Bezit vom Hügel holt mich auch. Ja, ist halt so ziemlich das Worst-Case-Szenario. Ja, aber es sind alle One-Shot und unser E3 ist noch Full-Life. Geht was, glaube ich. Oh, jetzt sind alle tot, außer... Werfen sich genauso wie ich gerade alle weg. Aber ja, ich glaube, du hast dein Soll da oben sehr gut erfüllt. Das ist halt... Ne, das ist das, was viele Leute nicht realisieren in dem Spiel oder einfach so eine zusätzliche Ebene, die nur sehr wenige Panzer bieten. Einfach die Funktion, Schaden zu tanken, so dass andere Schaden machen können. Klassischer Tank halt. Also ja, halt wirklich, aber der Tank ist ein Tank. Im wahrsten Sinne des Wortes, genau. Aber ist halt, sag ich mal, im Spiel sonst eher wenig vertreten, ne, weil durch, ja, wenig hat so viel Panzerung oder kann so gut Damage blocken wie eine Maus halt. Ne. Ja, krass. Das wird ein Unentschieden wahrscheinlich hier über die lange... Obwohl, die haben noch ihren Light. Der könnte... Ah, der Light könnte zum Schluss noch den entscheidenden Unterschied machen hier. Der Progetto räumt ab. Der Light, der hockt irgendwo auf dem Feld hier und der macht alles auf. Ah, der E3 hat auch einen wilden Skin. Ja, genau, das ist auch einer, der... Der hat Wikinger-Schilde. Genau, das sind Drahtrollen. Ja, so ein Expeditionsteam war das. Antarktis-Expedition. Und da gibt es auch einen mit dem IS-4, glaube ich. Der hatte hinten so ein Schneemobil noch mit drauf und so. Ganz verrückt. Lol. Die sehen geil aus, aber was viele Leute daran nicht feiern, ist halt, dass sie die Silhouette eines Panzers verändern. Und teilweise Weakspots halt dann durch irgendwelche 3D-Elemente verdeckt sind. Aha, ach so, krass. Ich hätte gedacht, da schießt man einfach durch quasi. Das ist so ein. Ja. Ach so, man aber visuell nicht, verdecken. Aber ganz genau, visuell sieht der Weakspot halt dann nicht mehr nach Luke aus, sondern halt ist irgendein Eimer davor oder irgendwas anderes, was ist. Ach. Meckern auf hohem Niveau, aber ja, darüber meckern Leute halt. Ist bei LOL ähnlich mit den Champions, dass dann die Spells auch anders aussehen und alles nicht mehr nachvollziehbar ist, von wem jetzt was ist. Ja. Weil bei LoL gibt es ja 1 Milliarde Skins. Niederlage. Schön. Schön, dass das nochmal so schön eingebrannt wird. Ja. Ich habe kurz mal WG eine Textnachricht zukommen lassen, dass ihr uns bitte eine schöne Stadtkarte... Und? Auch nicht.
Okay, das ist... Ja, aber hast du nicht so eine WhatsApp-Gruppe, so, wo alle größeren Streamer drin sind, wo man ganz schnell so in die Zentrale reinschreibt und die einem dann geile Gegner geben? So Remisdorf für 16 Uhr, ja. Bitte heute wieder, bitte, danke. Wieso? Ja. Ja, auf Zuruf dann oder suche fünf gegnerische Jagdpanzer oder suche artifreies Matchmaking. Ist einfach so eine Mod für Lieferando. Ja. So unter Menü. Okay, du. Ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher, wie wir das hier angehen wollen. Ich bin mir absolut sicher. Die Gegner haben einen Chieftain in 279. Das war eben auch kein Problem. Bisschen bitter ist, alles klar, gut. Ich würde fast vorschlagen, dass wir versuchen... Ah, okay, lass uns hier bleiben. Ich hätte jetzt gesagt, wir spielen vielleicht über rechts, also eher südöstlich da im Dorf da. Im Dorf, ja. Aber lass es uns erstmal hier oben versuchen. Wir können halt immer noch sehen, wenn der Chieftain oder die Gegner hier aufmucken, dann fahren wir einfach weg. Und hier ist er schon. Okay, also gegen den können wir gar nichts machen. Rein gar nichts. Da können wir einfach nur wegfahren, im besten Fall. Arti ist halt auch sofort mit drauf. Müssen wir darauf hoffen, dass unsere Arti ihn gut beschießt. Der 60 dp ist auch noch oben. Du, ich würde tatsächlich vorschlagen, dass wir abdrehen. In weiser Voraussicht darauf, was hier noch so kommen könnte, obwohl... Aber meinst du nicht, dass hier das dann sofort autolos ist, weil die ja durchbrechen, wenn wir jetzt reinhauen? Das könnte auch sein, ja, weil ein Rhino hat sich schon zurückgezogen, der eine Jagdpanzer da oben, der geht gerade schon auf One-Shot runter, weil er sich hat spotten lassen. Nee. Ja, wir können hier oben bleiben, aber es ist nicht einfach für uns. 60 TP macht Sachen hier. Ich habe ihn nochmal auf Kette gestellt. Ja, ich habe leider die falsche Muni. Die Wanne unten sollte passen. Ja, ich lade nochmal. Ah, jetzt repariert er. Ja, finster. Ja, aber jetzt macht auch der 279er schon Druck. Ja, aber der hat gut kassiert. Ja, unsere beiden Jagdpanzer sind jetzt draufgegangen. Ja, das Kette ist optimal. Ja, repariert. Ja, bringt halt nichts. Wir können ihn von unten nicht durchschlagen. Ja. Also, solange er unter uns steht, können wir nichts tun. Chief, der macht jetzt, was er möchte da. Ah, wir können hoffen, dass unsere Arti sich da mit dem Chief beschäftigt und mit dem 279, jawohl. Ja. Ja, gegen den können wir rein gar nichts machen. Ja, da Belief, das wird schon. Oh, der hat aber jetzt ein Brett kassiert vom 60 TP. Ah, macht er gut. Okay. Also der 60 TP ist One-Shot. Naja, aber er ist nicht derjenige, der hier uns unterdrückt. Ist eher der Chieftain und das 279 und die sind beide fast noch full. Okay, ich habe gar keine Neigung, merke ich gerade. Aber ja. Der 60 TP ist Schrott. Ja, der T95 pressured einfach nur ein bisschen, ne? Aber so richtig... Ja. Wir können gar nichts gegen ihn machen. Da oben. Obwohl, jetzt hat er zwei... Oder ein bisschen zu viel gewollt da, ja. Später nochmal vielleicht. Ja, wir haben ja eine andere Maus noch im Kreuzfeld. Vorsicht, das 279 kommt wieder. Er hat Bock, der Kollege. Scheiße. Ja, kannst du halt gar nicht pennen, in dem Weg. Doch, ja, doch waren ein paar grüne Sachen da, aber das ist dann so ein Millimeter immer dann... Ja. Jetzt kommt eine Foch. Oh, no. Foch hat Bock. Nee, Foch guckt erstmal nur. Okay. Foch schnüffelt noch. Okay, Foch dreht wieder ab. T95 ist drauf, hier gegangen. Ja, jetzt ist das Objekt langsam ein Problem für mich. Ja, komm einfach in meine Richtung. Ah, du stehst halt auch mit dem Heck zu ihm. Er hat vier Ketten? Ja. Ist ja krass. Der VZ kommt. Okay. Hat dick kassiert, der Bruder. Ja, rammt sich an mir zu Tode, interessant. Sehr gut. Bei mir sind ein paar Abpraller. Ja. Sehr gut gewinkelt. Zack. Ja, geil. Ne? Ja, er schießt in 5 Sekunden nochmal. Jawohl. Ist leer. Kann nicht mehr schießen. Obwohl, einen hat er vielleicht noch. Aber du kannst ihn killen. Ja, schade. Ah, den letzten macht aber, er. Finster. Aber, ne, er ist auch drauf gegangen. Ich glaube, es war total worth. Aber da wieder diese Tank-Ability, ne? Ja. Der Chieftain. Der ist draufgegangen, weil er zu gierig wurde auf dich. Der 60 TP, der Foch, der VZ55, das 279.
Also ich sag mal, wären hinter uns da die TDs, die Jagdpanzer, die wir da hatten, nicht einfach weggeschmolzen, hätte das durchaus noch anders enden können. Aber was ist denn Objekt 279 für ein Panzer? Der hat 4 Kisten. Das ist genau das, der Tank, den du dir durch die persönlichen Missionen freischalten kannst. Der krönende Abschluss sozusagen. Krass. Und das Ding ist halt ultra brutal, weil er hat keine Unterwanne. Das heißt, du kannst ihn nur auf gleicher Höhe oder von oben bekämpfen. Von oben, ja, ich hab's gemerkt. Naja, also von der Seite halt auch, ne? Aber ja. Ja. Ne. Das ging, also da war schon ein paar grüne Stellen für mich. Aber es sieht gar nicht, also ja, es sieht schon schlecht aus. Aber es es sieht gar nicht, aber ja. Ja, aber zwischenzeitlich war so ein bisschen Hopium dabei. Okay, rückblickend wäre es vielleicht besser gewesen, wenn ich versucht hätte, einen auf Jagdpanzer zu machen. Ja, nicht so eingestellt. Ne? Ja, das dachte ich mir auch, aber ich wollte dir nichts sagen. Nee, äußere ruhig deine Gedanken. Das ist bei mir schon fast Betriebsblindheit manchmal, weißt du? Man verfällt immer wieder in die gleichen Muster. Aber ich glaube, das wäre gar nicht so verkehrt gewesen. Aber ja, nicht unser Match wirklich. Lass es uns nochmal probieren. Komm jetzt. Ja, gerne. Abfahrt. Jetzt ein schönes Himmelsdorf. Hätte ich Bock. Ja, ich hab's mal in die WhatsApp-Gruppe geschrieben. Ja, oder? Okay. Nehmen wir. Das ist übrigens die zweitneueste Karte im Spiel, wenn man so. Ich wollte gerade sagen, ich dachte gerade, das wäre die mit dem Kloster in der Mitte. Ne, ist auch ein Kloster, aber. Oder diese riesen. Also, ja, Stadt in der Mitte auf dem Berg, so. Und ja. Okay, die kenne ich noch gar nicht. Cool. Mhm. Das ist auch die erste Map, die nach dem Sperreinsatz, also ich sag mal, basierend auf Community-Feedback und Testen ins Spiel gelangte. Geil. Ja, man merkt auch, es ist relativ gut gespiegelt. Das zum einen, genau, dann soll es halt viel Abwechslung geben, also da hast ganz im Norden, da fahren wir hin, so C4 die Richtung, hast du halt so ein kleines, so ein Mini-Himmelsdorf, ne? Also einfach für die Heavys da den gewohnten Stadtkampf. Dann hast du im Süden dann ein paar offene Flächen, ein paar Bäume, ein paar Büsche und so für Jagdpanzer und leichte Panzer. Und Mediums, die suchen sich halt aus, wo sie am liebsten spielen möchten. Also ist von allem was dabei. Ich schieb dich mal mit vor hier. Erste Minute kannst du eigentlich immer Doppel-R drücken und dann AFK gehen. Mit der Maus. Ja, ich ärgere mich immer, wenn ich mir vergessen habe, für die WOT-Aufnahme einen Kaffee nicht zu machen, ne? Weil das ist ein richtiges Kaffee-Game. Absolut. Also im Positiven. Muss ja auch mal sein. Ja, ich fahre links, oder? Ja, genau. Wir fahren da vorne an die Ecke, da wo... Also zur großen Kreuzung. Dann gucken wir einfach mal, was passiert. Ja. Ist ja nicht nur ein Kaffee-Game, du fährst auch den Kaffee-Panzer im Kaffee-Game gerade. Ja, ja. Wie mal eine Kaffeefahrt. Ja. Also auch, ne, so ein schönes Kloster in der Landschaft. Absolut, ja. Das ist wirklich eine Kaffeefahrt. Heilige Scheiße. 2 Stunden Mittagspause, 14:30 fährt der Bus wieder, ne? Oh. So weiter. Und die haben genau, Spock. Okay. Mach dich am besten vorne an die Ecke ran. Ja. Genau, und dann einfach sidescrapen. Sein absoluter Urgroßvater, ne? Genau, ran und dann... Du kannst erstmal versuchen, mit deinem gewinkelten Turm zu baiten. Also du sidescrapst, aber willst halt nicht schießen, sondern... Ja. Ganz genau und zeigst dich einfach die ganze Zeit, weil die können dich so nicht pennen. Richtig. Okay, sehr gut. Ja, das war zu verlocken, weil der i7, der spielt gerade, ich weiß nicht, Kletteraffe? Ja, ich weiß auch nicht, was er vorhat. Juhu! Turm kannst du noch viel weiter winkeln. Was meinst du? Zur Gegnerrichtung oder was? Nee, noch weiter in... So oder was? Ja, genau so. So ist tatsächlich nicht verkehrt. Ja, danke. Genau so. So ist perfekt, ja. Den Turm immer ein bisschen mehr als die Wanne. Ja. Ah, okay, jetzt hat er dir durchgehauen, der Mino, aber der hat auch ein böses Geschütz, du. Ah, hab ich mal einen zurückgegeben. Jawohl. Ich stehe hinter dir und warte jetzt auf die nächsten Schüsse. Achtung, bleib mal kurz stehen, bitte. Ich mach mal kurz hier ein Lukerchen. Ich hab noch 3. Und hopp. Der will auf dich jetzt, ich muss dich decken. Und hopp. Alles gut, ja. Der i7, passt. Der wollte dich. Ja. Oh, jetzt will er. Der passt ab da hinten. Okay. Jetzt hat er dir durch die Wanne gegeben. Okay. Ja, vorsichtig. Ich glaube, du hast die Wanne ein bisschen zu stark angewinkelt. Ja, der schießt dir durch die Seite einfach durch jetzt. Okay, dann war das jetzt alles zu doll, scheiße. Also ein bisschen das Learning bei der Maus halt einfach, wie genau man sie anwinkeln kann, wie stark. Das kommt mit der Zeit. Okay. Es reicht jetzt aber hier, i7, komm, hoppa, friss. So, ich kann auch gerne den Tank dann übernehmen oder es zumindest versuchen. Das ist jetzt One-Hit und ich glaube, der Der fährt hinten jetzt rein, der Objekt. Ja,
danke dir. Oh, wer hat mich denn jetzt erwischt? Ach, die E7 hat mich noch erwischt. Dammit. Okay, ich war ein bisschen zu feuerlich. Ich dachte, ich könnte einen machen. Ja, da habe ich nicht gut getankt. Also, irgendwas hat da mit dem Winkel nicht gepasst. Aber was meinst du mit durch die Wanne? Aber schon seitlich, ne? Also nicht unter Wanne vorne. Da hat er nicht reingeguckt, genau, oder? Seitlich durch die Wanne. Also, ich kenne die genauen Werte nicht, aber zumindest hast du am Turm, an der Turmseite, mehr Panzerung als an deiner Wannseite. Das heißt, die Wanne ein bisschen anwinkeln und den Turm richtig radikal 45 Grad. Also, das täuscht dann halt viele Gegner, denken sich, okay, hier, der winkelt den Turm an, schieße ich auf die Turmseite. Aber da steckt ganz viel Gefühl mit dabei, ne? Also, man könnte das sicherlich auch irgendwie mit Zahlen festmachen, hier genau so und so viel Grad, aber das kommt dann erst mit der Zeit. Ja, okay. Jetzt wurden wir da wieder komplett überrannt. Wie könnte das sein? Wir waren ja eigentlich gleich viele Heavys, aber Gegner hatten halt noch einen Jagdpanzer mit dabei, den hatten wir gar nicht mit dabei, weil unsere Jagdpanzer chillen alle da hinten. Naja, aber it was fun while it lasted, ne? Junge, 3 zu 15, heilige Scheiße. Also, ich glaube, die schweren Panzer, die mir bislang in World of Tanks am meisten Spaß gemacht haben, waren der T-30 und der 60 TP. Jawohl. Mhm. Klar, E-75 auch cool. Aber ich glaube, viel spielt aber einfach rein, dass ich den 60 DP so stylisch finde. Ich finde ihn so geil mit seinem riesigen Turm und ja, feier ich einfach. Wenn man 60 DP und T30 vergleicht, sind die so von der Art her eigentlich ziemlich ähnlich. Ja, der eine heftiger Bulle, der Turm. Army, gut, ganz genau. Ordentliche fette Wumme. Ja. Good Gun Depression. Und was negativer Geschützrichtwinkel. Ja. True. Und was ich richtig gern mal spielen wollen würde, sag mal, die Map kenne ich auch noch nicht, oder? Das ist die neue Map, von der wir vorhin gesprochen haben. Ah, lol, das ist die Austernbucht hier. Ja, geil, ja, aber heute alles dabei ist, so nice. Wir kommen auf hier im karibischen Ferienparadies. Ich weiß jetzt nicht, ja, wo wir in der Karibik Bahamas sind, aber, ja, genau. Was ich noch sagen wollte, was ich immer, oder welchen Panzer ich immer auch mal spielen wollte, wurde ja leider jetzt genervt, der Kranwagen. Oh. Aber ist ja immer noch spielbar, ne? Nur weil vorher komplett busted. Ist immer noch fein, so, ja, ist. Wurde jetzt auf ein gesundes Niveau genervt. Mhm. Ah, genau, der treibt das Prinzip eigentlich auf die Spitze, ne? Der hat einen unpenetrierbaren Turmfrontal und halt einen Autoloader, mit dem du richtig rausklopfst. Ja, ja, irgendwie ist das so mein favorisierter Spielstil irgendwie. Ja, ist. Und irgendwie ist nicht alleine. Ja. Ich versuche dir ganz kurz hier die Map zu erklären. Gerne. Ich habe sie auch noch nicht aufgespielt, vielleicht 15 Runden. Da außen, wo Batchett und Rino stehen, da, das sind so diese Flankenpositionen, so am Wasser entlang watscheln, um halt so Seitenschüsse reinzukriegen in die ganzen Heavys, die sich hier an diesem. Sorry, diesem, wie wir hier langfahren. Aufhalten. Ja. Es ist so absurd. Ja. In der Mitte hast du dieses fette Flugfeld und ganz links außen, ja, passiert nichts, da schwimmen so ein paar Lights rum und so weiter. Der Sturzwagen hat gar keinen Bock mehr aufs Leben, glaube ich. Ja. Ich würde vorschlagen, falls wir rüberkommen, lass uns durchfahren zur linken Ecke. Ich fahr einfach mal vor ihm quer, das macht man zwar nicht, aber let's go. Servus. Na, geht da was? Ja. Vorsicht, das Objekt, dem kannst du wahrscheinlich nichts einschenken. Genau, lass uns auf die beiden vorne. Ganz genau fokussieren. Die stehen nämlich beide hier und sind jetzt. Ja, die sehen uns noch nicht. Da können wir einfach reinböllern, oder nicht? Einfach reinfahren. Können wir machen. Hier, jetzt. Hopp, typisch One-Shot. Sehr geil. Sehr, sehr geil. Einfach weiter, oder? Wollen wir dem richtig. Na, dann. Ja, doch. Ja, der kann halt nach unten ausweichen, aber wir können ihn runterdrücken. Nicht runterdrücken, sozusagen. Ja. Guck mal, ja, und dahinter genau. Manticore sonst? Können wir versuchen. Ja, jawohl. Ich krieg den rein. Ah, jetzt fährt er wieder runter. Ja, dann lass ihn. Ja, doch nicht. Commitment, call is call. Jetzt hier drauf. Ja, RV rechts, winkeln gegen ihn, wenn der dich pennt, ist Feierabend. Ach du Scheiße. Ja. Genau. Aua! Jetzt Vorsicht mit den TDs da hinten. Die sitzen da oben drauf. Genau. Mhm. Behalte den Felsen da rechts. Die wird Bock. Sehr schön. Ich bin in die Senke. Okay, wir sind hier safe. Das ist perfekt. Ich komm nach. Ja. Hello. Hello. Oh, hello there. Hey. FV hat schon wieder Bock. Vorsicht, der FV guckt. Ja. Entschuldigung. Minus. Naja, jetzt sind wir gleich auf. Ist doch schön. Willst du ihn finishen? Sorry. Also ich? Sorry. Ja, ich kann ihn nicht finishen. Wenn wir nochmal rausfahren, dann werden wir nochmal vom FV kassieren. Ich würde sagen, wir drehen um, fahren wieder hoch oder einfach rückwärts hochfahren. Ich halte ihn mal hier im Auge.
Und vielleicht kriegen wir ja den FV. Nice, ich drehe mal zur anderen Seite. Oh Gott. Guck mal, weil die kriegen jetzt von hinten Druck. Ja, also von der Flanke. Ist der FV da noch? Ja, ne? Der steht oben drauf, ja. Wenn sie mal pingen, dann siehst du das. Da hinter dem Felsen stand der. Ja. Okay. Und Vorsicht, mit AP, der... Sieht mich! Oh, er guckt, ja. Fuck. Nee! Ja. Egal, wir haben ihn hier festgesetzt. Ich glaube, die andere an der Seite gewinnen wir. Willst du nicht von links die Nee, das geht ja gar nicht. Da ist ja eine Klippe. Ich komme da nicht hoch, nee. Scheiße. Was, wenn du einen weiter hinten hockst? Ansonsten hinter uns, können wir die abballern? Nee. Ich probiere, seinen Schuss zu baiten mit meinem gewinkelten Turm. Ja, einkassieren wir einfach und dann fahren wir drauf. Genau. Er hat, jawohl, steht auf Kette. Hoppa, hoppa. Drauf. Jetzt ganz oder gar nicht. Ja, wir können nicht wirklich weiterfahren. Weil links TDs stehen, die uns beschießen können, wenn wir hier hardcore durchpushen. Die pennen. Alles klar, gut, wenn du das sagst. Aua. Die pennen für 800, ja. Er lässt sich jetzt aber droppen. Sehr gut für uns. So, durch. Und durch. Und dann gewinnen wir hier die komplette rechte Seite. Ja, okay. Er ist verunfallt. Ist er draufgegangen? Nee, er hat 60. Er hat noch 60 HP. Er hat 800 HP gerade verloren. Da kannst du ihn mal auskillen. Lass ich dir. Sehr gut. Da muss ich erstmal gucken, wo durchdringe ich. Ja, easy. Das hat krass. Du musst einfach auf meine Calls hören. Ja, verstanden. So, rechts die Maus. Ist noch eine Awkward-Maus? Ich weiß gerade auch nicht ganz, wie sie soll. Die dreht jetzt zu uns rum. Alles klar, interessant. Ich bespamme hier so ein Udes von da drüben. Hm. Ja, komm. Mach die weg, die Scheiße. Ja, mal raus mit ihm. Ciao. Sehr nice. Du, es hat so, aber nicht gewonnen, fahren wir zurück? Wir sollten. Ne? Also, wir haben ja gar nichts mehr an unserer Basis. Udes? Alter, schöne Sache, Harry. Puh. Ja, dann fahren wir mal zurück. Ich sehe schon, ich bin noch nicht hart genug. Nicht hart gekocht genug. Pass auf. Milan, ich erkläre dir das jetzt mal. Ja. Lebenspunkte sind eine Ressource. Aha. Die muss man einsetzen. Ne? Hast du das mit jemandem gelernt? Wo habe ich das gelernt? Was? Ja. Warum schiebt er mich nicht? Ist doch asozial. Ja, du, es ist schön, der schwerste Panzer im Spiel zu sein, weil du jedem wegschieben kannst, aber du kannst halt selber nicht geschoben werden. Oh, Alter. Zwei sind schon direkt drauf. Das hängt jetzt leider nicht mehr von uns ab, glaube ich. Na, ja, ist okay, wir haben freies Schussfeld in den Cap, wir brauchen nur Spots. Ja, da ist einer. Sein. Schieß ihn ab. Ja, 30 Sekunden, easy. Kriegen wir hin, denke ich. Ja, das haben sie im Griff. Die haben auch nur noch TDs, Mailand. Ja. Dieser halbe FV da, der da noch... Ja, lebt der FV noch mit 60 HP? Ja. Frech. Bin so ein bisschen paranoid, weil ich vermute, dass der uns jederzeit irgendwie von hinten überraschen könnte. Ich dreh mal um. Oh. Nee, oh, der ist hier. Der hat hier vorne eingekillt. Ja. Oh, ich bin aufgegangen. Oh. Oh, nice. Yeah, nice. Cap-Druck ist erstmal. Jetzt chillen wir einfach hier in die Büsche. Mal gucken. Looky. Ja. Ding ist halt Maus. Aua! Also, da ist irgendwo eine EBR. Auf dem. Wahrscheinlich. Hinter der Basis, glaube ich. Ich glaube, da, der hat von da so geschossen, warte. Von da so? Nee. Ja, okay. Nee, von. Ja. Ja. Ja, hinter der Basis so in die Richtung. Ja, genau. Büsche bringen halt effektiv gar nichts, ne? Also, an sich bist du derjenige, der dem Busch Deckung gibt in der Maus und nicht andersrum. Nice. Oh, der ganz hinten. Oh, Grille. Ah, ich hab leider zu weit vorgeaimt. Schade, jetzt sind wir auf. Gut. Aber okay. Hinter uns sind zwei, die können wir abholen. Jawohl. Aber hinter uns schießt dann... Ja, der EBR, der wird da bestraft, wenn er das wagt. Der wird verarztet, so. Der kommt hier nicht mehr ran, glaube ich. Ja, ich weiß noch nicht ganz, was der 183er vorhat. Du, ich würde sagen, wir machen einfach den gleichen Move wie vorhin. Ja, nur du fährst vor. Ja, mach ich. Aber ich bin One-Shot, leider. Links. Flankieren die Jungs. Die Mucke auch. Es ist so abstrus, mit diesen beiden Mauspanzern durch diese Map zu fahren. Ja. Am Mucke passt wieder richtig gut dazu, finde ich. So, Objekt kommt. Ich würde ihn tanken und mach dich auf den Schuss bereit. Ja.
Achso, er dreht. Okay, ja. Er fährt einfach wieder weg. Der sieht mich und dreht um und fährt weg, ohne zu schießen. Aber ich bin nicht offen, also. Ja, okay, perfekt. Ciao. Oh no. Egal, jetzt hast du eine perfekte Deckung. Das ist genau deine Silhouette. Ich aber es ist witzig, weil ich habe keinen. Ich glaube, ich habe keinen Alarm bekommen, dass ich aufgegangen bin. Ja. Nee, du warst doch nicht offen. Ich war offen und bin hinter dir quergefahren. Oh lol, der hat auf dich geschossen, mich gekillt. Vor allem, für ihn muss der super verwirrend sein. Hat Maus gekillt, super. Hä, nee. Nee. Maus? Ich aber nicht Maus? Den. Ja. Ja, sorry, jetzt muss ich hier selber das Ganze ausbaden. Ja, aber wir haben deutlich mehr Strukturpunkte. Easy. Die sind beide One-Shot. Das stimmt, ja. Maus lädt ja relativ schnell nach, finde ich. Also, na gut, wir haben auch einen Ansetzer. Aber ja, es geht. Also ich sag mal, Schaden pro Minute. Naja, wenn man überlegt, was das für ein langsamer, schwerer Panzer ist, hätte ich jetzt gedacht, dass man eine halbe Trollgun hat oder so. Ja. Ja, geil. Nice. So, mal gucken. Ja, der will in die Unterwanne. Der will in die Unterwanne. Hat nur die Kette getroffen für null? Ich bespaß ihn noch ein bisschen hier. Was jetzt? Ausreißen, oder was? Der zeigt dir den Arsch. Easy. Alles klar. Einlenken. Habe ich alles gelernt. Ach du Mailand. Jetzt aber. In den Arsch. Wie du ihn rückwärts überholst. Als Maus. Der hat auch eine Flak hinten drauf. Ja, auch ein verrückter Stil. Man spielt eigentlich nicht mit seinem Essen. Ja, das wird schnell bestraft, ne? Schlechtes Karma für mich, ja. So, jetzt dein Hardcounter, der EBR. Ja, ich meine, der EBR kann mich nur komplett seitlich, also ich sag mal im 90-Grad-Winkel durchschlagen. Hm. Am Heck auch ziemlich unwahrscheinlich, also ich stelle mich einfach in den Cap und dann soll er kommen und soll er mal versuchen, da was zu machen. Hm. Ja, er ist ja auch bei seinem Cap in der Nähe. Objekt 277. Ich finde es halt so verwirrend, wie viele Objekte im 200er-Bereich es gibt. Da ist er doch. Nicht nur im 200er-Bereich, in jeglichem Bereich. Ja. Ja gut, aber gefühlt auf T10-Stufe sehr viel, 200er. Ja, jeder sowjetische Panzer, der auf Stufe 10 eingeführt wird, ist halt ein Objekt. Ja. Ich kann mir das auch für Casual-Spieler oder gerade neue Spieler, die irgendwie durchblicken wollen. Ja. Oh, hier, das Objekt hat mich gekillt. Welches der 10? Ja. Vor allem sind die ja alle auch ultra beliebt. Also viele. Ja. Und von der Silhouette, sage ich mal, auch sehr alle ähnlich, ziemlich ähnlich. Ne? Flach, irgendwie lange Wumme. Schmaler Turm. Und dann guck dir den Kasten hier an. Das ist einfach nur schön. So, EBR, go fast. Maus go fast. Zwinkersprich. Dahin. Okay, na dann. Repair Oil Tank. Okay. This is my brother. Mhm. Maus halt. Soll ich einfach mal hinter mich stellen? Maus Sneak Attack. Könnte halt jetzt wirklich von überall kommen, ne? Oder überall stehen. Er ist ein Ninja. Ja, jetzt oder nie? Der muss jetzt mal. Aha. Oh, er ist abgeprallt. Ja. Das war seine letzte Chance. Jetzt haben wir durchgekippt. Ja, good job. Das wäre jetzt so eine witzig, hättest du ihn noch gekillt. Ja, eine der ganz wenigen Situationen, wo Cap tatsächlich mal sinnvoll war hier gerade. Ja. Aber ja, kann er halt auch nichts machen mit seinem EWR, ne? Krass, aber dass er so machtlos ist, also auch nicht hinten dich pennt, hätte ich nicht gedacht. Also er kann uns halt critten, das heißt mir zum Beispiel die Kette runterschießen, ja. Das würde mich resetten, aber das kann er halt auch nur machen, solange er noch Munition hat. Ne? Okay. Ja, Leute. Das waren noch ein paar nice Runden mit dem Mauspanzer. Wie gesagt, schaut gerne vorbei. Link in der Beschreibung. Ihr wisst, wie das läuft. Gibt gerade coole Kapitel. Ich muss sagen, den Ude-Skin finde ich auch sehr geil. Das wäre so meine zweite Wahl gewesen. Anyway, schaut gerne auch bei Mailand vorbei. Auch andauernd am Stream. Hauptkanal, Zweitkanal, etc. Ab und an macht er auch einen Tweet auf Twitter und einen Instagram-Post. tschüssi.